Wenn ein schwarzes Kind hübsch und zierlich war, nahmen es die Herren mit ins Haus und stellten wer weiß was mit ihm an. Den ganzen Tag stand ein Junge mit dem Fliegenwedel an dem Tisch, denn die Herren fraßen den ganzen Tag. Wenn ihnen eine Fliege ins Essen fiel, fluchten sie und ließen ihn verprügeln.